Hallo, guten Tag. Hier ist Johann Dekel und wir wollen heute die folgende Aufgabe lösen. Das Thema hier ist Einflusslinie. Also gegeben ist das gezeichnete System und auf diesem System wirkt eigentlich eine Windlast. Sieht man da senkrecht zu diesem Element hier. Okay. Wir wollen aber die Aufgabe nicht einfach berechnen als, also wir wollen nicht einfach die Auflagereaktion berechnen oder so für diese gegebene Belastung, sondern wir wollen es mit der Einflusslinie lösen. Das heißt, wir wollen wissen, welche Auflagereaktionen zum Beispiel, das ist, was hier untersucht wird, die Auflagereaktion AH und AV. Also welche Kraft haben wir da als Auflagereaktion AH, je nachdem, wo die Belastung liegt. Wir wissen, dass eine Windbelastung senkrecht zu einem Element kann unterteilt werden in zwei Streckenlasten. Also diese Windbelastung können wir ersetzen mit einer Streckenlast, die einfach rein horizontal angeordnet ist und vertikal wiegt. Mit demselben Wert W und eine andere, die vertikal angeordnet ist und horizontal wiegt, immer noch mit dem Wert W. Die drei wiegen nicht gleichzeitig. Die zwei schwarz gezeichneten Streckenlasten hier sind Ersätze für diese Windbelastung. Okay? Also diese grün eingezeichnete Streckenlast kann so unterteilt werden. Okay? Und um diese Streckenlasten hier zu untersuchen, können wir sagen, okay, wir haben da eine Last an einer beliebigen Stelle und wir wollen mal wissen, was passiert bei den Auflagereaktionen, wenn diese Last hier ist, wenn sie da ist, wenn sie dort, wenn wir dann diese Einflusslinie haben, das ist, was die Einflusslinie ist. Also ihr könnt noch die Videos, Bohrsche Grundlagen, Einflusslinie für Kraftgrößen in diesem Fall, weil was wir untersuchen, sind die Kräfte hier. Wir könnten auch Einflusslinien haben für Verformungen, zum Beispiel Einflusslinien für die vertikale Verschiebung hier oder die horizontale Verschiebung an dieser Spitze oder Einflusslinien für die Verschiebung hier nach unten. Aber hier ist das eine Einflusslinie für Kraftgrößen. Okay, das könnt ihr dann noch angucken. Also wir werden einfach gucken, was passiert dann, wenn diese Last hier an irgendwelche beliebige Stelle ist. Wir werden eine Funktion zeichnen. Diese Funktion ist keine kein Momentenverlauf, kein Querkraftverlauf oder so. Es ist eher, diese Funktion wird uns geben, welche Kraft AH bzw. AV, wir werden zwei Funktionen jeweils haben. Welche Kraft kriegen wir da, wenn unsere Vertikallast hier an beliebigen Stelle ist? Okay? Und hier werden wir noch etwas zeichnen. Wir werden also ähnliche Funktionen zeichnen, die uns dann die Werte von AH bzw. AV geben, also auch zwei davon werden wir zeichnen. Wenn diese horizontale Kraft hier pH an beliebigen Stelle ist. Und wenn wir Funktionen haben, die uns dann die Werte für AH und AV für beliebigen Stellen von pV bzw. pH haben, können wir durch einfache Integration, wurde auch in der Theorie erklärt, herausfinden, was passieren würde, wenn wir keine einzelne Kraft hätten, keine doppelte Kräfte, nicht drei, nicht vier, sondern eine konstante Streckenlast. Dann können wir einfach durch Integration herausfinden, was aus einer Einzellast pV hier wird, wenn wir eher eine konstante Streckenlast haben. Und was aus einer Einzelkraft pH hier wird, wenn wir eine konstante Windlast haben. Also konstante Streckenlast auch so angeordnet. Okay? Und W hier ist nichts anderes als die Superposition der beiden Fälle. Gut, also Einflusslinie für Kraftgrößen, darum geht es hier. Wie geht man vor? Fangen wir mal an mit AV. Wir lösen die Bindung an der Stelle der gesuchten Kraft, an der Stelle der untersuchten Kraftgröße. Also die Vertikalauflagereaktion hier werden wir weglösen vom System. Was passiert mit dem System?
Hier haben wir dann kein Festlager mehr, sondern ein Loslager, der so ist. Also AV wurde weggelöst. AV war so gerichtet. Und wir haben es weggelöst. Okay? Die Skizzen hier werden nicht maßstabgetreu sein, okay? Weil wir werden mit der Geometrie arbeiten, aber das wird man nicht direkt hier ablesen können oder so, wir werden es berechnen. Wir lösen die Bindung weg. Dann müssen wir gucken, wird das System kinematisch oder nicht. Und je nachdem, ob das System kinematisch wird oder nicht, werden wir unterschiedliche Vorgehensweise gucken. Also nochmal, ich kann euch nur empfehlen, diese Video anzugucken. Baustatikgrundlagen, Einflusslinie für Kraftgrößen. Es gibt zwei davon. In dem ersten Teil zeige ich genau, was passiert, wenn nach der Lösung dieser Bindung das System kinematisch wird. Und in dem zweiten Teil zeige ich, wie geht man vor, wenn nach der Lösung der Bindung das System nicht kinematisch wird. Die zwei Videos sind genauso wichtig. Beide sind gleichwertig, würde ich sagen. Ohne die Theorie für beide Fälle zu wissen, kennt man eigentlich noch nicht, wie man eine Einflusslinie für Kraftgröße richtig durchführt. Und daneben gibt es auch Einflusslinie für Verschiebungsgrößen. Ja, ein Video dazu steht auch auf dem Kanal. Gut, also, was macht man dann? Also, ist das System kinematisch oder nicht erstmal? Wo können wir mal? Das System ursprünglicherweise war ein Dreigelenkbogen. Hier sehe ich einen Körper, einen zweiten Körper. Die beiden sind jeweils mit Festlage gelagert und zusammen verbunden an einem Gelenk. Das ist ein Dreigelenkbogen. Das ist ein statisch bestimmtes System. Beziehungsweise, man kann sehen, mit der technischen Mechanikformel für statische Bestimmtheit, wir haben da einen Körper, zwei Körper. Wie viele Gleichungen können wir für zwei Körper schreiben? Drei mal zwei Körper, sechs Gleichungen. Wie viele Unbekannte haben wir? Zwei hier am Festlager, zwei dort am zweiten Festlager, zwei bei den Gelenkreaktionen, sechs. Okay, notwendige Bedingungen erfüllt. Außerdem, wie schon gesagt, ist ein Dreigelenkbogen, ist eine stabile Form. Mit dem Polplan, da hätten wir Widersprüche. Hier, das ist dieser Körper und ein Festlager hier, das wäre der Hauptpol für diesen Körper. Okay, aber gleichzeitig auf dieser Linie hier, Hauptpol von Körper 2, Hauptpol von Körper, das ist also 2,0 im Prinzip hier, da ein 2 Nebenpol auf dieser Linie hier sollte 1,0 liegen. Aber 1,0 ist hier. Für Körper 1 haben wir da schon ein Hauptpol. Das ist ein Widerspruch. Ja, das ist ein Widerspruch für 1,0. Das heißt schon, dass 1 fest ist. Und wenn 1 schon fest ist, können wir uns gedanklich diese 1, 2 hier als Festlager denken. Dann hätten wir für Körper 2, 2 Festlager widersprüchlich. Man kann es auch andersrum machen. 1,0 hier und 1, 2 auf dieser Linie sollte 2,0 liegen. 2,0 ist aber hier Widerspruch für den Hauptpol. 2,0, 2 ist fest. Also das ist eine stabile Figur. Und es war statisch bestimmt. Es ist statisch bestimmt und nicht beweglich. Das System ist brauchbar. Sobald wir dann eine Bindung lösen, also n war 0, n ist 0. Sobald wir eine Bindung lösen, wird das Ganze kinematisch. Also das hier ist auf jeden Fall kinematisch. Und wir müssen dann, was macht man dann? System kinematisch, hier ist es. Ja, was macht man? Polplan. Okay, also n war 0. Also sobald wir irgendwas lösen, n hier ist 0. Wir können es auch mit der Baustatikform machen. 1, 2, 3, 4 Knoten. Ich war ein bisschen zu schnell da. Die Knoten werden hier abgezogen. Die Teilstäbe 1, 2, 3. Teilstäbe, die Dehnbedingungen nur eine hier am Gelenk. Ja, zwischen zwei Körper da angeschlossen, minus 1. Die Auflagereaktion 4. Ich habe es alles wirklich andersrum gemacht. Dann haben wir hier 4, minus 3, minus 1 gleich 0. Ja. Es war genau n gleich 0. Sobald wir irgendwas da weglösen, wie hier das Lager weglösen, dann hätten wir dann nicht mehr 4, sondern 3. Wir hätten dann 3 minus 3 minus 1, wäre n gleich minus 1, sobald wir ein negatives Zahl haben, eine negative Zahl haben. Für n wissen wir, dass das System kinematisch ist, automatisch. Okay? Sollte die Zahl 0 sein oder größer als 0 sein, dann sollten wir es noch überprüfen. Aber da, es war schon statisch bestimmt, sobald wir was lösen, wissen wir, es bewegt sich. Okay, das war schon sehr ausführlich an der Stelle.
Die Polplankonstruktion müssen wir durchführen für eine gewisse Verschiebung. Und zwar, wir werden an der Stelle der gesuchten Kraft eine Verschiebung von 1 entgegengesetzt der angenommenen Richtung. Deswegen war es wichtig, dass ich zeige, wie AV angenommen wurde. Hier in der Aufgabenstellung steht auch, dass AV nach oben angenommen wurde. Das heißt, hier müssen wir eine Verschiebung von 1 nach unten durchführen. Okay? Hätten wir hier AV nach unten angenommen, als Kanzler, sollten wir eine Verschiebung nach oben durchführen. Also beide Methoden sind richtig. Man muss einfach wissen, man muss vorhersagen, okay, ich nehme an, dass AV so nach oben gerichtet ist und dementsprechend führt man dann die Aufgabe. Es ist nicht, dass man hier zwangsläufig nach unten verschieben sollte oder so, aber hier die Aufgabenstellung ist klar formuliert. Gut, bevor ich dann diese Verschiebungen durchführe, lass uns dann die Polpläne finden. Also ich habe den Körper hier Körper 1 schon genannt, da oben. Das hier Körper 2. Hier haben wir immer noch unseren Festlager, das ist dann der Hauptpol 2.0. Das ist kein Festlager mehr, es ist also nicht mehr der Hauptpol 2.0. Wir wissen aber, dass es auf der Linie hier, wegen des Stoßlagers, haben wir da einen geometrischen Ort für den Hauptpol 1.0. Also auf dieser Linie hier, ups, haben wir 1.0. Auf dieser Linie sieht man das überhaupt. Wenn man es nicht sieht, ist es nicht so schlimm, weil ich will nicht, dass es uns stört später. G1.0. Auf dieser Linie sollten wir 1.0 haben, wegen des, wegen des Loslagers hier. Und das da ist ein Zweigel am Gelenk da, Nebenpol 1.2, zwischen Körper 1 und Körper 2. Und auf dieser Linie hier 2.0 und auf derselben Linie sollte Hauptpol 2.0, Nebenpol 1.2 und Hauptpol 1.0 liegen. Also das ist auch G1.0. Wir haben da einen Schnittpunkt da von G1.0 und G1.0 nochmal, also zwei geometrische Orten. Damit haben wir 1.0 gefunden. 1.0 ist genau hier, wo 2.0 auch liegt. Wir haben für alle Körper vorhanden die Hauptpolen gefunden. Das System ist kinematisch, wussten wir schon. Die Polplankonstruktion wurde durchgeführt ohne Widersprüche. Gut, dann können wir jetzt diese Verschiebung durchführen, die wir durchführen müssen. Und zwar 1 entgegengesetzt von AV. Eine Verschiebung von 1 von diesem Knoten von 1 nach unten. Der Knoten kommt dann hier. Und wenn er sich bewegt, er gehört zu Körper 1, ja, dieser Knoten gehört zu Körper 1. Das heißt, wenn er sich bewegt, dreht er sich um 1,0. Und da wir hier mit kleinen Verschiebungen arbeiten, eine Drehung ist nichts anderes als eine Verschiebung senkrecht zum Polstrahl. Der Polstrahl ist diese Verbindungslinie zwischen dem betrachteten Knoten und dem zugehörigen Hauptpol. Das ist die Verdrehung, die aufgetreten ist, Phi 1. Die können wir hier berechnen, wenn wir wollen. Phi 1 ist dann, Phi 1 ist sehr klein, also Sinus Phi 1 ist dasselbe als Tangens Phi 1, was wäre Tangens Phi 1 hier? Also Sinus Phi 1 ist dasselbe als Tangens Phi 1, ist dasselbe als Phi 1 selbst. Also Phi 1 ist einfach Tangens Phi 1 und es wäre dann 1 gegeben aus der Theorie. Es muss eine Verschiebung von 1 hier sein, durch diese Länge hier. Gegenkathete durch Ankathete. Was ist diese Gesamtlänge? 3 plus 1 plus 2, 6. 1 durch 6 ist Phi 1. Okay? Gut. Wie bewegt sich der Punkt hier? Der würde sich, der da, also neben Punkt 1, 2, gehört auch zu Körper 1, also eigentlich bewegt er sich auch senkrecht dazu. Senkrecht zu dieser Polstrahl. Das ist dann so eine Verschiebung. Ups. Wir kommen dann zu diesem Punkt hier. Okay. Und das wäre auch Phi 1 erstmal. Dann können wir sagen, ey, 1, 2 gehört zu Körper 1, ja. Das heißt, wenn er sich dreht, dreht er sich mit Phi 1. Aber 1, 2 gehört auch zu Körper 2. Also wenn er sich dreht, dreht er sich auch mit dem Winkel von Körper 2. Ja, und ohne weiteren Überlegungen sieht man hier, dass Phi 1 gleich Phi 2. Das ist dann auch Phi 2. Also Phi 1, bla bla, gleich. Also ein Sechser gleich wie 2.
Man könnte auch sagen, die zwei nehmen, also man hat andere Möglichkeiten, das zu argumentieren. Gut, also die Verformungsfigur, wenn ich die hier zeichnen sollte, ist letztendlich sowas. Es ist für uns eigentlich irrelevant, wie es genau am Ende aussieht, sage ich schon mal an der Stelle. Ja, irgendwo da. Gut, es verformt sich dann zu sowas. Wie schon gesagt, wie die Figur am Ende tatsächlich aussieht, ist für uns irrelevant. Hier mache ich das einfach so vollständig das halbe. Was uns interessiert, ist, welche, also bei dieser Verformungsfigur, welche Verformungen treten dann auf senkrecht, also ne, nicht senkrecht, sorry, welche Verformungen treten dann auf in Richtung der betrachteten Wanderlast? Also, wir haben zwei Einflusslinien hier zu durchzuführen, zu zeichnen. Die Einflusslinie für eine Horizontallast und die Einflusslinie für eine Vertikallast. Okay? Machen wir erstmal für die vertikale Last. Das heißt, uns interessiert die Verschiebung dann, die vertikal auftritt. Okay? Welche Verschiebung tritt hier vertikal auf? Ich werde dann diese Knoten benennen. Das hier nenne ich mal Knoten 1. Der Knoten hier nenne ich Knoten 2. Die Spitze da des Krakarmes nenne ich Knoten 3. Und der Punkt hier nenne ich Knoten 4. Gut. Uns interessiert hier die Verformungen vertikal erstmal. Sie sind dann positiv, wenn sie tatsächlich nach unten wiegen, genau wie PV, und negativ, wenn sie nach oben auftreten. Also, was ist die Verschiebung vertikal von Knoten 1? Es ist 1. Wurde direkt vorgegeben. Was ist die Verschiebung vertikal von Knoten 2? Wie berechnet man das? Wir brauchen den senkrechten Abstand zwischen die gesuchte Verschiebungsrichtung, die vertikale hier, und den Hauptpol, das wäre dieser Abstand hier, dieser horizontale Abstand. Was ist das? 3, 3 ist es. Okay, 3 mal Phi 1. Also Delta V2 ist 3 mal Phi 1 gleich 3 mal ein Sechstel ist ein Halb. Okay, kann man grundsätzlich schon sehen, die Verschiebungsfigur, die wir suchen, ist diese Dreieck hier. Kann man grundsätzlich schon sehen. Was ist die Bewegung? Da muss man aufpassen. Was ist die Verschiebung nach unten? Beziehungsweise die vertikale Verschiebung der Spitze da. Ja, wir waren hier am Knoten 1, ist es nach unten, ja. Am Knoten 2, aufpassen, er bewegt sich schräg, aber was uns interessiert, ist nur den Vertikalanteil. Und das haben wir vorhin berechnet. Einfach mit diesem Senkrechtabstand zu Hauptpol mal Phi. Es ist dann ein Halb. Knoten 2, ich glaube, es ist, gleich ist der Hauptpol selbst, er bewegt sich nicht. Hier ist es 0. Knoten 1 bewegt sich von 1 nach unten. Knoten 2 bewegt sich von wie mache ich es am besten? Knoten 2 bewegt sich von 1/2. Ja. Wir haben aber einen anderen Knoten. Wir haben diese Knoten da oben, diese Knoten 3. Von wie viel bewegt sich Knoten 3? Knoten 3 gehört zu welchem Hauptpol? Zu welchem Körper? Knoten 3 gehört zu Körper 1. Also beide haben sowieso denselben Winkel. Wir brauchen dann den Abstand zwischen Knoten 3 und Knoten 2. Was ist das? Es ist 2. Also die Verschiebung von Knoten 3 ist 2 mal Phi 1. Also 2 Sechstel, es ist ein Drittel. Knoten 3 hat dann eine Verschiebung von ein Drittel. Okay? Soweit. So gut.
Wo befindet sich Knoten 3? Irgendwo hier. Also, ich mache es ein bisschen länger hier. Es ist eigentlich eine Linie, eine Gerade einfach. Hier haben wir 1. Da bei Knoten 2 haben wir ein Halb. Bei Knoten 3 haben wir ein Drittel. Und am Knoten 4 haben wir 0. Das ist die Einflusslinie für unsere Auflagekraft AV für die vertikale Last PEV. Okay? Ich mache so. Wir werden diese Werte später überprüfen, weil was sagt uns diese Einflusslinie? Übrigens, diese Werte sind positiv. Warum diese Verschiebungen treten nach unten, habt ihr dann gesehen. Und unsere Kraft PV ist nach unten auch gerichtet. Das sind positive Werte. Was heißt das? Das hier bedeutet, dass wenn die Last hier auftritt, an der Stelle genau, wir werden später noch überprüfen, ich sage es nur grob, wir überprüfen es nochmal selbst durch Einsetzen der Lasten. Wenn die Kraft hier, eine Kraft hier angreift, vertikal nach unten, an der Stelle AV, am Knoten 1, hat dann AV den Wert 1, also direkt der Wert dieser Last. Ganz normal, diese Kraft geht direkt ins Lager hinein. Und wir kriegen dann 1 als Wert. Wenn die Last hier am Knoten 2 angreift, was bekommt man? Das kann man sich gut vorstellen. Der Kraftarm da ist dann unbelastet. Die Kraft ist nur hier. Das System ist dann ganz symmetrisch nach dem Abbau dieses Kraftarms, also nach dem Abbau dieses unbelasteten Kraftarms haben wir ein halb hier und ein halb dort. Das System wäre symmetrisch. Die Hälfte kommt hier, die andere Hälfte geht dort. AV hätte dann ein halb. Was passiert, wenn die Kraft hier an Knoten 3 angreift? Können wir mal gucken. Mit Momentengleichgewicht am Knoten 2 hätten wir, ich weiß nicht, ob ich es später zeichne, weil ich hätte gern, dass alles noch hier auf dem Blatt passt. Also mit der Last hier, eine Vertikal 1 Last hier am Knoten 3, was hätten wir mit Momentengleichgewicht? Wir hätten diese Last mal den Hebelarm 2, auf AH verschwindet, dreht ihm, würde ihm gegen Uhrzeigersinn drehen und AV müsste dann in Uhrzeigersinn drehen mit dem Hebelarm 6. Also AV sollte dann 2/6 von dieser Last sein. 2/6 ist ein Drittel. AV müsste dann tatsächlich nach oben wiegen, deswegen positiv. Es passt alles. Und wenn die Last hier angreifen würde, Ah, ich hatte vielleicht den Punkt hier auch bewertet. Wir könnten auch diesen Punkt hier bewerten, aber es ist genau dasselbe wie 3. Es ist egal, ob diese Last, ihr habt dann bemerkt vor eben, ich habe gesagt, wenn die Last hier angreift, aber für den Momentengleichgewicht war es egal, wo die Last tatsächlich angreift. Für den Momentengleichgewicht war es nur wichtig, wo die Wirkungslinie dieser Kraft ist, damit wir den Hebelarm kriegen. Den Momentengleichgewicht hat keine Ahnung, ob diese Last tatsächlich hier oben angreift oder hier. Gut. Wenn die Last dann tatsächlich hier am Knoten 4 angreift, was passiert? Genau dasselbe wie bei Knoten 1. Diese Last geht dann direkt ins Lager hier hinein. Und wenn diese Last vollständig hier in, sagen wir mal, BV eingeht, dann hat AV den Wert 0. 0. Okay? Gut. Wir sind hier aber noch nicht fertig. Was wollen wir noch haben? Wir wollen auch die Einflusslinie haben für die Auflage, immer noch für AV, die Einflusslinie, immer noch AV ist untersucht, aber wenn eine Last jetzt horizontal wiegt, diese pH-Last, okay? In dem Fall, was müssen wir dann untersuchen? Nicht mehr die vertikalen Verschiebungen, sondern jetzt die horizontalen Verschiebungen. Die Verformungsfigur ist da, ja, aber wie benutzt man die? Man sucht dann Verschiebungen in Richtung der Wandellast. Also, wie bewegt sich Knoten 1 horizontal?
Das ist ein Loslager. Wenn so eingeordnet, kann er sich nur vertikal verschieben, nicht horizontal. Also die Verschiebung von großen Eis ist null. Kann man direkt verstehen mit diesem vorhandenen Loslager. Okay. Was wollte ich da noch machen? Beziehungsweise, wie hätte man das normalerweise berechnen können? Wenn wir eine horizontale Verschiebung suchen, dann brauchen wir den senkrechten Abstand zwischen der gesuchten Verschiebungsrichtung und dem Hauptpol. Dann sagen wir, der Punkt wäre hier unten, das wäre die gesuchte Verschiebungsrichtung, horizontal, und wo wäre der Hauptpol da? Wir brauchten diesen Abstand dann mal 4. Aber hier, ihr merkt, diese gesuchte Verschiebungsrichtung läuft direkt durch den Hauptpol. Wir kriegen da keine Verschiebung, wir werden da kein Heben, ja, wir kriegen keine Horizontalverschiebung, einfach von diesem Punkt, nur eine reine Vertikalverschiebung. Theta H horizontal ist 1. Wie bewegt sich der Knoten 2 horizontal? Was brauchen wir? Da ist Knoten 2, die gesuchte Verschiebungsrichtung ist die horizontale, der Hebelarm sozusagen, also der senkrechte Abstand zwischen der gesuchten Verschiebungsrichtung und Hauptpol wäre dieser Abstand hier. Das ist 3. Also mit 3 mal Phi hätten wir, was wir hier suchen, grundsätzlich. Okay. Ich kann diese Figur grundsätzlich hier zeichnen. Ihr merkt wahrscheinlich schon, was da alles passiert. Hier ist es erstmal 0 und der allerhöchste Punkt wäre Knoten 3 mit 4 mal Phi. Wie bewegt er sich? Hier ist die Drehung, die auftritt. Bewegt sich in diese Richtung. Also Knoten 2 hier. Knoten 1 ist 0, Knoten 2 ist Hebelarm, haben wir gesagt, 3 mal den Winkel, 3 Sechstel, es ist 1/2. Und Knoten 3, was ist eine horizontale Verschiebung? 4 mal 4, also 4 Sechstel, das ist 2 Drittel. 2 Drittel. 1/2, 0. Diese horizontale Verschiebung, ihr merkt, die Verschiebungen, die hier auftreten, sind nach links gerichtet. Wie ist unsere Wanderlast gerichtet? Nach rechts. Die Verschiebung tritt entgegengesetzt der Wanderlast. Das sind negative Werte, die wir hier haben. Das können wir kurz auch kontrollieren. Eta AV für die horizontale Wanderlast. Wenn unsere Wanderlast, ja, ihr merkt auch, die Wanderlast greift gar nicht auf diesem Stab hier. Wir haben es nicht zu untersuchen, obwohl es da keine große Änderung machen würde. Wenn die Last hier angreift, horizontal, am Knoten 1, dann wird es direkt von der Aufwärtskraft AH aufgenommen. Okay? Diese Kraft geht dann nirgendwo hin. Aber die Einflusslinie, die wir hier haben, ist eine Einflusslinie für AV. Also AH nimmt diese Kraft vollständig und keine andere Aufwärtsreaktion kommt ins Spiel. AV wäre dann 0. Ich muss vielleicht diese 0 explizit schreiben. Wenn die Kraft hier oben angreift, am Knoten 2, horizontal, den oberen Kragarm ist wiederum unbelastet. Da haben wir sowas wie ein symmetrisches System. Die Belastung ist aber nicht symmetrisch. Das ist eine asymmetrische Belastung hier. Also es ist rein horizontal da. Wie berechnet man das? Was suchen wir? AV, gell? Wir machen Momentengleichgewicht um Knoten 2. Dann hätten wir 1, also diese Kraft nennen wir mal pH. pH mal 3. Das ist ein Moment in Uhrzeigersinn, sollte dann
nulliert werden von AV. AH würde verschwinden. AV ist die einzige Kraft, die da noch was machen könnte. AV müsste dann in Gegenuhrzeigersinn drehen. Das heißt, AV sollte nicht positiv wirken nach oben, wie dann gezeigt, sondern andersrum. AV hat den Hebel am 6, also brauchte nur die Hälfte dieser Kraft. Also minus 1/2. 1/2 negativ. Passt ganz gut. Und wir können dasselbe machen, wenn die Kraft hier oben am Knoten 3 angreift, dann hätten wir Kraft mal 4 und dann AV sollte auch negativ wirken mit 4 Sechstel. Also der Hebelarm hier 6, 4 Sechstel, also 2 Drittel negativ. Passt ganz gut. Das ist die Einflusslinie für die vertikale Auflagereaktion in dem Fall der vertikale PV-Last, diese Last da, und der horizontale PH-Last. Wenn wir jetzt die Bewertung haben wollen für diese Schreckenlast hier, für PV bzw. für PH, wie führt man diese Auswertung? Der Wert von PV ist die Integrale der Einflusslinie Eta mal der Schreckenlast Q von x dx. Und in unserem Fall hier, Q von x wäre einfach eine konstante Schreckenlast, also ein Rechteck grundsätzlich. Und Eta hier, ihr merkt, ist die ganze Zeit ein Dreieck. Egal, ob es so ist oder so. Das kann man auch mit Integraltafel machen. Es wäre dann 1/2 mal der maximale Wert der Einflusslinie, zum Beispiel 1 hier, beziehungsweise 2 Drittel dort. Ich nenne es einfach Eta Max. Mal den maximalen Wert der Schreckenlast. W einfach. Mal die Länge. Die vertikale Länge bzw. die horizontale Länge. Ich nehme einfach L. Horizontal oder vertikal. So hätte man. Uff, warum habe ich es PV genannt? AV. So hätte man AV. Wir haben da zwei Fälle. Der Fall mit Eta. Eta aus PV bzw. aus PH. Und hier die Schreckenlastkurve, Q von x, ist W letztendlich für uns. Und ja, die Länge ist dann entweder die horizontale Länge. Ah, übrigens, unsere Schreckenlast wirkt nur zwischen Knoten 1 und Knoten 3, das heißt die horizontale Länge, wenn wir die nehmen sollten, es wäre dann 4. Und die vertikale, wenn wir die nehmen sollten, es wäre auch 4. Also sie haben nicht gesagt, dass diese Schreckenlast auch auf dem Bereich hier wiegt, also es wäre nur LH hier, wäre 4 Meter, LV auch, W wäre einfach W lassen, es sei denn, ein Wert für W wurde gegeben, und Eta ist, in dem Fall von PV, ist es, der Eta Max ist 1, und in dem Fall von PH ist es, minus 2/3. Gut, so würde die Auswertung durchgeführt werden. Gut, wir sind nicht fertig. Wir haben da noch eine andere Einflusslinie durchzuführen. Die Einflusslinie für die horizontale Last. Machen wir die mal hier. Wie geht mal vor? Aha, weglösen. Also. Das heißt, hier haben wir kein Festlager mehr, sondern jetzt ein Loslager. So. Die AH-Kraft, die nach rechts angenommen wurde, wurde weggelöst und wir werden hier eine Verschiebung nach links durchführen müssen, analog zu diesem Schema hier. Hier haben wir immer noch das Festlager. Ganz gut, ganz schön. Das macht Sachen leicht. Für uns. Gut, also Polen finden.
Erstmal Gruppe 2 hat sein Festlager da, 2-0, easy peasy. 1-2 hier bekannt. Hier haben wir da eine, ich mache es wieder mit dem Bleistift, ein geometrischer Ort für der Hauptpol 2-0, 1-0, sorry, wegen des Loslagers. Und auf dieser Linie hier zwischen 2-0 und 1-2, auf derselben Linie sollte auch 1-0 liegen. Da haben wir den Schnittpunkt von zwei geometrischen Orten für die 1-0. Damit haben wir 1-0 gefunden. Jetzt ist auch wichtig, dass wir genau wissen, wo dieser 1-0 liegt. Die Geometrie hilft uns dazu. Die Neigung dieses Stabes hier ist was? Wir gehen von 3 Meter hoch und 3 Meter nach links, also 3 nach links, 3 nach oben, das ist 45 Grad. Das heißt, wenn ich diesen Abstand hier kenne, dann weiß ich auch genau, von wie viel wir nach oben gegangen sind, weil es ist dieselbe Neigung, es ist dieselbe gerade da. Und so kann man das argumentieren, ohne irgendwelche komplizierte Berechnungen durchzuführen. Was ist dann im gesamten Abstand zwischen den beiden hier? 6. Das heißt, was ist die Höhe hier? Auch 6. Aus dem einfachen Grund, dass wir hier 45 Grad haben. Also, wir wissen jetzt ganz genau, wo dieser Punkt liegt, und zwar 6 Meter hoch. Oder 6, keine Ahnung, 6L hoch, egal welche Einheit wir da hatten. 6. Und wo liegt er horizontal? Auf derselben Stelle wie diesem Loslager hier. Wir wissen ganz genau, wo er liegt. Sehr gut. Jetzt können wir durchführen, was wir durchführen müssen. Also ist das System kinematisch analog als vor eben. Das System ist kinematisch. Es war n gleich 0, wenn wir da eine Bindung lösen. Egal welche Bindung, in dem Fall die Horizontalkraft hier, dann wird das System kinematisch. Es ist kinematisch, ja, also es muss gelöst werden mit dem Polplan. Wir müssen da eine Verschiebung von 1 entgegengesetzt von AV durchführen. Hier von AH, Polplan, Verschiebung von 1 entgegengesetzt. Also, Theories Video dazu wurden schon aufgenommen. Ich kann hier nicht alles aufschreiben. Aber ich hoffe, ihr habt da verstanden, was passiert ist. Wir machen hier genau dasselbe, eine Verschiebung von 1 entgegengesetzt. Dieser Punkt hier gehört zu Körper 1. Wenn er sich bewegt, dreht er sich um den Hauptpol 1,0. Also, diese Verschiebung hier ist eigentlich eine Drehung um den Hauptpol 1,0. Ich kann dann damit mein Phi 1 berechnen, wenn ich es will. Phi 1 ist dann was? Phi 1 ist dasselbe wie Sinus Phi 1, dasselbe wie Tangens Phi 1, weil der Winkel sehr klein ist Gegenkathete 1 durch an Kathete 6, haben wir vorher berechnet. Ein Sechstel wieder. Gut, das ist Phi 1. Wie würde sich ein 2 bewegen? Ein 2 gehört auch, in dieser Kontaktpunkt gehört auch zu Körper 1, gehört zu Körper 1 und zu Körper 2, aber gehört auch zum Körper 1. Also wenn er sich bewegt, dreht er sich um Hauptpol 1,0. Und auch um Hauptpol 2,0. Aber um Hauptpol 1,0. Mit demselben Winkel. Selbe Winkel heißt das, betragsmäßig derselbe Winkel. Also wenn es 30 Grad war, dann auch 30 Grad. Aber es heißt auch derselbe Drehsinn. Kommt dann hier. Ups, ist kein vollem Gelenk. Es liegt unterhalb. Gut, okay. Und hier, es ist dieser Punkt ist eine, dieses Phi 2 hat dann keine Wahl. Phi 2 muss einfach mitmachen. Das ist dann Phi 2. Wie berechnet man dann Phi 2? Man könnte diese schräge Verschiebung hier berechnen, würde ich nicht empfehlen. Kann man aber ganz leicht machen, wenn wir wollen. Wie macht man das am einfachsten? Wir betrachten einfach entweder die Horizontal- oder die Vertikalverschiebung dieses Punktes hier. Und wir sagen, dass es ist eindeutig, egal ob ich es dann mit Hilfe von Phi 1 beschaue oder mit Hilfe von Phi 2 und dadurch finden wir dann die Winkel. Also, was wäre die Horizontalverschiebung von diesem Knoten, was wir übrigens Knoten 2 genannt haben?
Horizontalverschiebung von Knoten 2. Wenn ich die Horizontalverschiebung suche, also nur diesen Horizontalanteil hier, ich mache das mal in den schwarzen, nur den Horizontalanteil hier, Delta H2. Wie berechne ich Delta H2? Ich brauche dann den Senkrechtabstand zwischen gesuchten Verschiebungsrichtung, hier ist die gesuchte Verschiebungsrichtung, und den Hauptpol. Senkrechtabstand zwischen gesuchte Verschiebungsrichtung und Hauptpol, dieser Abstand hier. 1, 2 ist genau in der Mitte da, des Elementes, wir haben 45 Grad da, 45 Grad da, genau in der Mitte dieser gesamten Strecke. Was wäre dann dieser Abstand? Den genannten Abstand ist 3 Meter, bzw. 3L. Und was bleibt unten? Auch 3L. Also Delta H2 beschreiben wir mit Hilfe von Phi 1 als 3 mal Phi 1. Und mit Hilfe von Phi 2 würden wir es auch mit 3 mal Phi 2 beschreiben. Was heißt diese Gleichung hier? Dass Phi 1 gleich Phi 2 gleich, was ist der Wert? 1 Sechstel. Das hier, diese Gleichung hier, bedeutet, dass Phi 1 gleich Phi 2. Und 1 Sechstel nehme ich einfach von oben. Phi 1 gleich Phi 2 gleich 1 Sechstel. Ihr merkt auch, beide drehen tatsächlich hier im... sie drehen nicht beide im... ich wollte sagen, beide drehen im Uhrzeigersinn oder so. Phi 2 ist ein Sechstel betragsmäßig, dreht aber in Gegenuhrzeigersinn. Und Phi 1 ist ein Sechstel und dreht in Uhrzeigersinn. Ja, aber diese Fehler würde man nicht machen mit Gegenuhrzeigersinn oder Uhrzeigersinn. Man sieht das halt, wenn man es zeichnet. Okay. Gut, das ist dann die Verschiebungsfigur, die kann ich dann jetzt zeichnen, wie das Ganze tatsächlich aussieht. Shit, ich war schon so like, what, der Stab ist kürzer geworden. sorry, das hier ist falsch, ich lasse es einfach so. Ich weiß im roten Zeichen dann, wie es aussieht nach der Verschiebung. Dieser Knoten kommt hier, ja? Unsere Stäbe hier werden nicht kürzer oder so. Dürfen nicht kürzer werden. Ja? Und wir kriegen dann, ich kann auch kurz schätzen, dieser Punkt hier gehört noch zum Körper 1. Wenn wir so eine Verschiebung haben, wir drehen um Phi 1. Er kommt irgendwo hier. Jo, wir kriegen sowas. Und hier. Gut. Das hier ist die im roten gezeichnet, das ist die Verformungsfigur. Was uns interessiert, ist aber nicht wirklich die Verformungsfigur, sondern die Verschiebungen in Richtung der gesuchten Lasten. In Richtung der Wandellasten. Also fangen wir mal an mit, womit hatten wir hier angefangen? Mit PV. Was passiert mit den vertikalen Lasten? Mit den vertikalen Lasten hier. Welche Verschiebung in Richtung der Wandellast vertikal auftritt? Tritt auf hier bei Knoten 1. Was ist Delta V1? 0. Wegen des Loslagers hier. Was ist Delta V2? Eine vertikale Verschiebung. Was brauchen wir, wenn wir die vertikale Verschiebung suchen? Den senkrechten Abstand zwischen gesuchten Verschiebungsrichtung und Drehpol, also Hauptpol. Dieser Abstand hier, was ist das? 3 Meter. Also Delta V2 ist 3 mal Phi 1. Das ist 3 mal ein Sechstel. Das ist ein Halb. Gut, was passiert, wenn wir hier oben sind, auf Knoten 3? Delta V3 ist senkrechter Abstand nochmal, diesmal wäre es 4, 4 mal Phi 1, gleich 4 Sechstel, das sind 2 Drittel. Ja, sehr gut.
Dann passiert was? Dann kommen wir zu den, aufpassen, da, hier am Knoten 3, waren wir auf Gruppe 1. Sobald unsere Last, ihr merkt diese Stelle hier, diese vertikale Last kann auch hier sein. Sobald unsere Last hier ist, auf dem Punkt hier, sind wir nicht mehr auf Gruppe 1. Hier sind wir auf Gruppe 2. Es ist genau dieselbe Lage, vertikal betrachtet. Wir sind aber plötzlich nicht mehr auf Gruppe 1, sondern jetzt auf Gruppe 2. Okay? Wir brauchten dann an der Stelle den Senkrechtabstand zwischen gesuchten Verschiebungsrichtung und den zugehörigen Hauptpol. Es wäre nicht mehr Hauptpol 1, es wäre nicht mehr Hauptpol 1, es wäre nicht mehr 4 Meter, sondern es wäre Hauptpol 2, Hauptpol 2, es wäre jetzt 2 Meter. Ja, es wäre jetzt hier die 2 Meter. Also, Delta V. Ich sollte diesem Punkt dann auch einen Namen geben an der Stelle. 3 Hecht. 3 Hecht 2. 3 Strich Hecht 2. Keine Ahnung. Also Delta V. 3 Hecht 2. Ja, es ist jetzt auf Gruppe 2. Okay. Ist 2 mal Phi 1. Phi 2, sorry. Und es ist 2 mal Phi 2 ist gleich Phi 1, ist ein Sechstel. Es ist ein Drittel. Und was ist die Verschiebung, wenn die Last jetzt direkt auf Knoten 4 ist? Es ist null. Wir haben da an der Stelle keine Vertikalverschiebung. Delta V4 ist null. Wie sieht dann diese Einflusslinie aus? Well, ich hätte es gehen. Hier gezeichnet eigentlich, aber ich habe den Plaster schon benutzt. Es wird, mache ich es hier, kann ich es, oder mache ich es da oben? Ja, ich will es gern trotzdem hier machen. Okay, machen wir es hier dann. Alle diese Verschiebungen treten nach unten auf, gell? Hier nach unten, da auch nach unten, jo. Und die Last wirkt auch nach unten, also das sind alle positive Verschiebungen. Aber übrigens, ich hätte ja die Knoten vielleicht auch nehmen müssen. Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3. Knoten 4, hier war es Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3. Gut, hier machen wir es genauso. Was haben wir da? 0 erstmal. Dann steigen wir grundsätzlich zu Knoten, also Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3 ist ungefähr hier. Ja. Wir haben ein halb bei Knoten 2 und dann zwei Drittel bei Knoten 3. Zwei Drittel, ein halb, das ist alles positiv. Und dann dieser Sprung, weil wir jetzt plötzlich auf einem anderen Körper sind, wir haben da einen Sprung da. Also der Sprung kann man nicht direkt argumentieren mit, wir sind auf einer anderen Gruppe. Nee, man muss es wirklich durchführen. Man muss die Einflusslinie durchführen und einfach aufpassen. Und da haben wir hier den Wert ein Drittel. Grundsätzlich die Hälfte davon. Ein Drittel ist kleiner als ein halb, gell? Jo, jo, ein Drittel, ja, passt ganz gut soweit. Und es geht dann zu Null. Ist aber auch positiv. Ein Drittel. Das ist direkt dann rechts von Gewiss. So. Kommt Knoten 3. Keine Ahnung. Und hier Knoten 4. Das ist die Einflusslinie für unsere vertikale Last. Die Auswertung
Bei der Auswertung übrigens, die Last hier, diese Schreckenlast hier, ups, die sieht man nicht, diese Schreckenlast hier ist nur auf dem Teil bis zum Knoten 3, links davon, nicht dort, also kein Problem mit dem kleinen Dreieck, es wäre nur die Integration mit diesem Dreieck hier. Das hier werde ich nicht mehr schreiben, ne? Ihr wisst schon, wie man es macht. Analog, also ich schreibe hier einfach analog für Ara. Gut, also das hier ist die Einflusslinie für AV wegen der vertikale Last BV. Jo. Dann führen wir mal die Einflusslinie für sorry, für Ara, das ist Ara. Dann führen wir mal die Einflusslinie für Ara wieder, aber wegen der horizontalen Last. Wir brauchen kein neues Zeichen, wir benutzen das da wieder. Was brauchen wir diesmal? Aber die horizontale Verschiebungen. Welche horizontale Verschiebung tritt am Knoten 1? Sieht man da schon. 1. Entgegengesetzte Last. Unsere pH-Last wiegt nach rechts. Die Verschiebung, die hier auftritt, ist nach links. Entgegengesetzt. Das ist eigentlich ein minus 1. 1, aber negativ. Okay. Ich habe jetzt mal 1, aber bei den Zeichen werden wir das beachten. 1. Welche Verschiebung hier, welche horizontale Verschiebung tritt hier am Knoten 2? Wir suchen die horizontale Verschiebung. Senkrechtstarter natürlich in gesuchten. Wir haben das sogar heute schon berechnet. Was war das? Ah ne, wir haben es nicht berechnet, wir haben es benutzt, um den Winkel zu finden. Okay, jetzt berechnen wir es dann. Gesuchten Verschiebungsrichtung ist die horizontale hier, Delta H2. Dafür brauchen wir den Senkrechtstarter natürlich in dieser gesuchten Verschiebungsrichtung, den betrachteten Hauptpol, den, ja, den entsprechenden Hauptpol. Wir sind da noch auf Köpel 1, bis mal Köpel 2, es wäre sogar egal hier. Dieser Abstand wäre 3 bis mal 3 hier. Also 3 mal Phi dann. Delta H2 gleich 3 mal Phi 1 gleich 3 Sechstel gleich. Sorry, gleich 1 halb. 1 halb nach links, also auch in den negativen Wert eigentlich. Unsere horizontale Last geht gar nicht auf den rechten Teil des Systems. Also der letzte Punkt ist dann Knoten 3. Mit welchem Hebel? Knoten 3 gehört zu Köpel 1. Also wir brauchen dann den senkrechtstarterischen gesuchte Verschiebungsrichtung, also die Verschiebung hier oben, und den Hauptpol. Was ist das? Knoten 3 liegt 4 Meter oberhalb dieser Nulllinie hier, nehmen wir die mal so, 4 Meter oberhalb, und Hauptpol liegt 6 Meter oberhalb. Also 2 Meter wäre dann der Unterschied von der Punkt hier zu der Lage von Knoten Hauptpol 1,0, das wäre 2 Meter. Also 2 mal Phi 1 gleich 2 Sechstel gleich 1 Drittel. Okay, gut, das können wir dann zeichnen. Wie würde es aussehen? So, ich hätte es gerne hier daneben gezeichnet. Ne? Also, da vertikal angeordnet. Dann hätten wir unten 1. Entgegengesetzte Wandellast, also negativ. Ich werde noch das Zeichen schreiben. Was noch? Oben, ganz oben, was haben wir? Ein Drittel, sowas. Ein Drittel. Was kann ich dann schon verbinden? Also das hier ist Knoten 1, oben da ist Knoten 3, Knoten 2 liegt bei 1,5. Jo. Knoten 2 liegt da bei 1,5. Okay, die Abstände sind bekannt, das hier sind
3 Meter, das hier 1 Meter. Okay, das Ganze ist negativ. Also, was passiert? Erklären wir mal diese Werte. Moment, haben wir die hier schon erklärt? Ja, die hier haben wir erklärt. Ja. Die hier dann, jetzt. Wenn die Last... Ich wiederhole es sowieso. Aha, suchen wir jetzt, okay? Was passiert, wenn unsere Last hier angreift? Ist diese vertikale Last, für die vertikale Lasten erstmal, für die vertikale Lasten, wir probieren es zu erklären. Die vertikale Last hier wird direkt aufgenommen von AV. Aha, erfährt gar nichts davon. Wenn die Last hier auftritt, auf Knoten 2, den Kackram ist unbelastet, die Hälfte kommt hier, die andere Hälfte kommt da, aber aufpassen, wenn diese Last dann auf dem Knoten hier angreift, dann funktionieren diese Elemente 1 und 2 wie Stäbe, das heißt, die Last ist in Längsrichtung des Elementes. Sie wird dann aufgeteilt. Was hätten wir da? 45 Grad. Wenn ich dann ein Halb habe, also ich habe 1 hier, die Hälfte geht im Stab 1. Das heißt, ein Stab 1 nimmt grundsätzlich ein Halb dieser Last. Und diese 1 wird dann unterteilt, sodass der horizontale Anteil und der waagrechte Anteil denselben Wert haben. Diese Last wird sich so unterteilen. Da wiegt 1. Und hier müssen die Stäbe hier drücken. Mit jeweils ein halb mal Wurzel 2 und ein halb mal Wurzel 2. Und wenn wir dann am unteren Knoten kommen, wo wir den Festlager haben, dieser ein halb mal Wurzel 2 unterteilt sich wieder in Druckkraft mal Cosinus Alpha, so durch Wurzel 2 letztendlich, dann kriegen wir ein halb so und hier ein halb nach oben. Ein halb nach rechts ist ja genau wie unsere AH-Kraft angeordnet wird, also einen positiven Wert mit 1,5. Positiven Wert mit 1,5. Sehr gut. Was passiert, wenn die Last hier auf Knoten 3 angreift? Dann, wie macht man das am einfachsten? Ich überlege es mir mal. Wenn die Last hier auf Knoten 3 angreift, dann ist Element 1 kein Stab mehr. Das ist eine Querbelastung auf das Element. Das ist ein Balken. Am einfachsten benutzen wir mal diese Stab 2, 3. Die vertikale Last hier auf Stab 2, 3 ist dann wie groß? Gucken wir mal. Mit Momentengleichgewicht. Es sollte dann... vier Sechstel sollte dann diese vertikale Kraft sein, also zwei Drittel. Zwei Drittel wiegt vertikal. Es ist ein Stab mit einem Winkel von 45 Grad, das heißt, der vertikale Teil hier und der horizontale Teil muss dann gleich sein, weil letztendlich im Stab ist die Kraft in Längsrichtung. Also die horizontale Kraft hier wäre auch zwei Drittel nach links. Kraftgleichgewicht in horizontale Richtung würde dazu führen, dass AH zwei Drittel haben muss nach rechts. Zwei Drittel positiv. Zwei Drittel positiv. Stimmt. Was passiert, wenn die Last jetzt nicht mehr auf dieser Spitze hier angreift, sondern hier? Was ist das Problem? Was hat sich jetzt da geändert? Das ist jetzt eine Querbelastung für dieses Element hier. Das ist dann kein Stab mehr. Das ist ein Balken. Welches Element funktioniert jetzt wie ein Stab sozusagen, eigentlich das andere. Man könnte sagen, oh, das ist doch eine Querbelastung auch für Element 1. Der Kraftarm da ist aber unbelastet, das können wir abbauen. Wir können uns dann Element 1 wieder wie ein Stab ausdenken. Wir führen dann dieselbe Berechnung wie vorhin, jetzt mit Momentengleichgewicht an der Stelle. Welche Kraft, welche vertikale Kraft würden wir dort kriegen? 2, ist es 2? Jo, 2 Sechstel, also ein Drittel hier vertikal und dadurch, dass Element 1 jetzt ein Stab ist mit 45 Grad, damit die Normalkraft hier in Längsrichtung, damit die resultierende nur in Längsrichtung wiegt, müssen die zwei Anteile hier gleich sein. Also AH muss auch 2 Sechstel haben, also auch ein Drittel. AH muss auch ein Drittel haben, nach rechts. Positiv mit ein Drittel. Sehr gut.
Also ich hatte diese Erklärung nicht durchgeführt. Jetzt, dass ich das mache, weiß ich, ich hatte es nicht gemacht. Und jetzt, last but not least, eigentlich ist we the last. Erklären wir mal die Werte hier. Der Einflusslinie, das hier jetzt ist die Einflusslinie für AH, für die horizontale Belastung. Was passiert, wenn die horizontale Belastung hier Knoten 1 angreift? Sie wird vollständig aufgenommen von AH. Wie sollte dann AH wirken? Nicht nach rechts wie dann gezeigt, sondern andersrum. Deswegen minus 1. Wenn die Kraft hier am Knoten 2 angreift, wie sollte AH wirken? Wir machen mal einen Moment im Gleichgewicht um den Punkt hier. 1 hier dreht mit 3. Die Kraft AV hier sollte dann mit 1/2 davon, weil der Hebearm wäre dann 6, mit 1/2 nach unten wirken. Dadurch, dass dieses Element hier ein Stab wäre, sollte dann AH auch andersrum wirken, also nach links mit 1/2. Ja, also 1/2 negativ. 1/2 negativ. Sehr gut. Und wenn die Kraft hier oben an der Spitze angreift, dann ist Element 1 kein Stab mehr, es ist ein Balken leider. Wir benutzen aber das einfach, die einfache Weise, Methode, das zu berechnen wäre, das Element hier zu betrachten, das wäre immer noch ein Stab. Dann führen wir Momentengleichgewicht um den Punkt hier und finden heraus, dass die vertikale Kraft hier wie groß sein sollte? 4, also Hebelarm von der ersten Kraft 4 durch 6, 2 Drittel. 2 Drittel vertikal. Und dadurch, dass das hier ein Stab ist mit 45 Grad ist, das heißt, die horizontale Kraft hier muss denselben Wert haben wie die vertikale Kraft, damit die resultierende nur in Längsrichtung des Stabes wirkt. Also auch 2 Drittel hier nach links. Und wenn wir hier 2 Drittel nach links haben, summen alle Kräfte in die vertikale Richtung Moment, wo waren wir? Liefert, also das ist 2 Drittel. Hier haben wir diese Kraft 1, die schon so wirkt, nach rechts. Dann brauchen wir von AH ein Drittel nach links. Ein Drittel nach links, AH war nach rechts gezeichnet, also minus ein Drittel. Sehr gut, ja, es passt alles hier. Also ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese Fragen einfach in den Kommentaren schreiben. Ich melde mich dann, sobald ich es kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, habe ich schon gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal.